Ich persönlich habe mich oft gefragt, wenn Gastprediger bei uns in der Gemeinde waren, lebt dieser Mensch das, was er predigt? Also mich persönlich interessiert diese Frage immer wieder und bis jetzt. Denn es ist eine Sache, etwas zu lehren, zu predigen, die andere Sache, selber zu leben. Wenn deine Nachbarn, Arbeitskollegen oder Klassenkameraden niemals die Möglichkeit hätten, eine Bibel in der Hand zu halten und zu lesen, aber sie würden dich die letzten 5 Jahre kennen, was würden sie von dir lesen? Es gibt ja 4 Evangelien in der Bibel, das wissen wir. Das ist Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas, Johannes. Und es gibt ja noch das 5. Evangelium, das, was die Menschen von den gläubigen Menschen ablesen können. Und das wird immer wieder abgelesen, ob du das willst oder nicht. Was predigst du mit deinem Leben? Paulus konnte folgende Worte sagen: Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Nachahmen, also nachmachen, das, was ich euch vormache. Seht mein Leben an und macht dasselbe. Ihr könnt Christus jetzt nicht sehen, aber ich habe einen engen Kontakt zu ihm. Und deswegen kann ich euch zeigen, wie man etwas macht oder vormacht. Worin hat er Christus nachgeahmt? Ein Vers davor lesen wir, das ist ein Kapitel davor und der letzte Vers: Gleich wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf dass sie errettet werden. Uneigennützig den Menschen dienen, also keinen Vorteil dadurch haben. Die Frage, die sich Menschen sehr oft stellen und ich persönlich mir: Was habe ich davon, wenn ich Menschen diene? Was habe ich davon, wenn ich das und dies mache? Also man wiegt das ab. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Als Christus den Menschen gedient hat, stellt er die Frage nicht, was habe ich davon, sondern vielmehr, was kann ich dem Menschen geben? Eine Begebenheit, die in der Bibel beschrieben steht, dass er eines Tages durch Samarien reiste und eine Frau am Brunnen traf. Und einerseits fragt er sie, ob sie ihm zum Trinken geben kann, aber viel wichtiger ist, er hatte die Absicht, ihr das Wasser zu schenken, das ewige Wasser, das, was den Durst ihrer Seele löschen wird, für immer. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Er verzichtet auf das Mittagessen, er verschiebt das Mittagessen, er ist bereit, den langen Weg zu gehen, um nur dieser Frau zu begegnen. Was hat er davon? Er will ihr das Leben schenken, das ewige Leben schenken. Und genau das ist das Ziel. Paulus sieht, wie Christus gedient hat und er ahmt Christus nach. Übrigens, er macht dasselbe, er verlässt Jerusalem, er verlässt Israel und reist nach Korinth, um nicht ein besseres Leben zu führen, sondern vielmehr, um Menschen, die Christus nicht kennen, von ihm zu erzählen. Menschen, die noch nie eine Berührung mit Christus hatten. Dabei lebt er mit ihnen und er ist ein Zeltmacher und die Menschen können beobachten, während er ein Zelt aufbaut und ihm vielleicht etwas misslingt. Was macht er? Flucht er oder bleibt er freundlich? Was isst er? Hat er besonderes Essen? Ist er bereit, sein Essen mitzuteilen? Ist er geizig? Ist er freigebig? Menschen sehen alles. Ist er freundlich? Ist er barmherzig? Das heißt, er war auf dem Präsentierteller. Jeder konnte sehen, nicht nur wie er predigt, sondern was macht er mit Menschen. Und das ist so faszinierend. Er lässt in sein Leben hineinschauen. 1,5 Jahre lebt er in Korinth und Menschen dürfen ihn beobachten.
Und ich stelle mir diese Frage, wenn Menschen dein Leben beobachten, kannst du das Gleiche sagen, ahmt mir nach, so wie ich Christus nachahme? Oder ist es leichter zu sagen, schaut nicht auf mich, schaut auf Christus? Ich verstehe diesen Satz, aber sehr oft verstecken wir uns, indem wir selber nicht hingegeben leben, indem wir selber unser Leben nicht Gott investieren, und dann ist dieser Satz, schaut auf Christus. Wenn Christus aber für dich der Schatz deines Lebens ist, wenn du für ihn lebst, dann kannst du ja sagen, klar, schaut mein Leben an. Ihr könnt gerne mir nachahmen, wie ich bete, wie ich spende, wie ich mit anderen spreche. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass Menschen auf dich schauen. Nicht nur auf der Kanzel, nicht nur bei irgendeiner Gelegenheit, sondern dein Leben, dein Alltag. Und dass sie Jesus lesen können. Und dass sie das fünfte Evangelium lesen können und sagen, so möchte ich auch leben. Gott segne dich darin, dass du diese Worte mit Paulus sagen kannst. Ahmt mir nach, so wie ich Christus nachahme. Amen.